Kehren wir zu Nasser Alis Jugendzeit zurück. Von Kindheit an gehörte seine ganze Leidenschaft der Musik. Als er 21 Jahre alt war, beschloss seine Mutter, ihn nach Shiraz zu schicken, zum Geigenstudium beim größten Meister seiner Zeit, Ara Mozaffar. Manchmal verwirrten Nasser Ali die Reden seines Meisters, die ihm erschreckend rätselhaft erschienen. Zur Technik habe ich nichts zu sagen, sie ist ausgezeichnet. Deine Musik hingegen ist scheiße. Meister. Was die Technik betrifft, jeder Dummkopf beherrscht sie irgendwann. Es geht um die Kunst. Die Technik ist egal. Denn nur über die Kunst können wir das Leben verstehen. Das Instrument ist nur dazu da, um das Licht strahlen zu lassen. Deine Finger bewegen sich und sie erzeugen Töne. Aber sie sind leer, ohne Inhalt. Das ist nichts! Das Leben ist wie ein Windhauch, wie ein großer Seufzer. Und diesen Seufzer musst du in dir aufnehmen. Was hast du jetzt schon wieder getan? Aber ich habe nichts getan, Monsieur. Oh. Seht ihr den Dummkopf hier? Dieses schlechte Korn? Er hat die Klasse wiederholt und seine Noten waren miserabel. Dieses Benehmen ist inakzeptabel. Jawohl! Monsieur Nasser Ali hier in Person hatte nichts Besseres zu tun, als eine Scheibe einzuschlagen. Aber das war ich nicht. Du schweig! Abdi, komm her. Komm näher, mein Kind. Seht her! Dagegen Abdi, sein kleiner Bruder. Dieselbe Familie, dieselbe Erziehung. Dennoch ist er der Primus in allen Fächern. Ihr seht also, Kinder, schlechtes Korn, gutes Korn. Gutes Korn, schlechtes Korn. Alle Schüler applaudieren, Abdi. Kinder, fangt an. Schluss. Das ist genug. Und jetzt will ich Buß hören auf Nasser Ali. Buh! Buh! Alle noch lauter. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Damals, das erste Mal, als ich sie spielen hörte. Ich habe sofort gewusst, so etwas Erhabenes habe ich noch nie gehört. Er war der größte Geiger seiner Zeit. Wenn's bloß so wäre. Ich habe es satt, mich um alles zu kümmern. Du wusstest, dass dein zukünftiger Mann ein Künstler ist. Ist es zu viel verlangt, dass du dich um deinen Sohn kümmerst? Haben sie auch Opium? Trotz allem liebte seine Frau ihn immer noch. Vergiss nicht, es ist deine Schuld. Alles ist immer meine Schuld! Stimmt genau, natürlich ist es deine Schuld! Da keine Geige seine Freude am Spiel wiedererwecken konnte, beschloss Nasser Ali zu sterben. Er zog mehrere Methoden in Betracht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Nein, nein, nein. Lassen wir unser Leben nicht von einer Geige zerstören. Sie wurden so gebrochen, dass ihr Herz zu Stein geworden ist. Aber er hatte sich vorgenommen zu sterben. Schon wieder? Es gibt nichts Schlimmeres, als sich dem Leben zu verweigern. Spiel für mich. Deine Musik ist so schön. Ich bin gekommen, um dir Adieu zu sagen, mein Liebster. Deine verlorene Liebe wird in jeder Note erklingen, die du spielst. Das Leben ist ein Seufzer. Diesen Seufzer musst du in dir aufnehmen. Der Gedanke daran bringt mich zum Weinen. Sehen Sie, wie die Tränen kullern? Da, sehen Sie?